Tausende Berliner und Gäste der Hauptstadt, die die Straße unter den Lindensäumen gekommen, um beim großen Wachaufzug am Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus dabei zu sein. Während des Anmarsch der Ehrenkompanie intoniert das Stabsmusikchor der Standortkommandantur der Hauptstadt Arbeiter und Kampflieder, Märsche der Nationalen Volksarmee. Dieses militärische Zeremoniell heute zum Republikgeburtstag ist Ehrung der Opfer faschistischer Barbarei und imperialistischer Raubkriege. Der Kommandierende der Ehrenkompanie ist Hauptmann Helmut Geigler. Seit dem 1. Mai 1962 stehen hier am Mahnmal Ehrenposten der Nationalen Volksarmee. Und vielleicht haben Sie, verehrte Zuschauer, eine der halbstündigen Wachablösungen als beeindruckende Episode Ihres Besuchs in der Hauptstadt schon miterlebt. Kommandos zur Vergatterung des wachablösenden Postenpaares. Augen gerade! Der nun schon traditionelle große Wachaufzug an jedem Mittwoch zum Tag der Nationalen Volksarmee am 1. und 8. Mai und zum Republikgeburtstag ist zugleich Ehrenerweis der Armeeangehörigen dem sozialistischen Vaterland und den Leistungen seiner Werktätigen gegenüber. Das Stabsmusikchor intoniert den Präsentiermarsch der Nationalen Volksarmee. Gehört zur Traditionspflege der Angehörigen unserer Streitkräfte, hier am Mahnmal mit der ewigen Flamme, mit den Urnen blutgetränkter Erde des Zweiten Weltkrieges und der Asche ehemaliger Konzentrationslager, die Opfer des Faschismus und Militarismus zu ehren. Thank you.
Gemeinsam mit dem Stabsmusikchor begibt sich jetzt die Ehrenkompanie zum Platz zwischen Palais unter den Linden und dem Museum für deutsche Geschichte. Von dort aus beginnt der Vorbeimarsch zum Abschluss dieses feierlichen militärischen Zeremoniells. Das, verehrte Zuschauer, war die Direktübertragung des großen Wachaufzuges am Mahnmal für die Opfer des Faschismus und Militarismus. Wir geben zurück zum Studio DDR 30.